So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nier Automata. Wir machen jetzt ein paar Nebenquests. Ja. Because it's schön. Für mein Gefährt. So, ich will zuerst hier links anfangen, ja? Ah, wir können mit Engels interagieren, oder? Ne, mit Engels nicht, mit dem Tempostein schon wieder. Die will ich nicht machen. Das liebe ich. Haben wir hier noch eine Nebenquest, die man machen könnte? Stimmt, ich kann hier nicht auf die Karte gucken. Da gucken wir uns so. Ja, da. Na, bitte. Müsste hier sein. Oder die ist da oben. Deswegen ab hier kann ich latschen und wir dürfen wohl doch hoch. Geil. Muss ich wirklich auf die Minimap gucken, wenn dieser rote Punkt wieder auftaucht, denn ich habe keinen Bock, Etage für Etage komplett zu durchsuchen. Etage. Theoretisch müsste das Ganze oben sein. So, wir haben hier eine Quest, ja, die ist innerhalb des Gebäudes. Wir können nur die Etage nicht sehen. Das ist natürlich ziemlich praktisch, denn es ist nicht hier. Okay, doch ein bisschen weiter unten. Ich glaube, es war jetzt ab der vierten Etage, konnten wir es sehen. Deswegen gehen wir noch einmal mal. Also ich glaube, hier war es sichtbar, oder? Ah, haben wir doch. So einfach geht's. Au. Au. Hey, du gehst doch den Widerstand ein, richtig? Alles in Ordnung bei dir? Man sieht fast nichts. Ich schätze, ihr habt gerade die Explosion der Ruinen mitgekriegt. Druckwelle hat mich erwischt wie, naja, wie eine Druckwelle eben. Hat meine Schaltkreise lahmgelegt, aber ich konnte... Augenblick mal, du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns nicht? Ich? Nein. Aber viele von Jura-Modellen sehen sich ähnlich. Ach, also gehört ihr zwei zu Jura, ja? Ja, warum möchtest du das wissen? Nur so, ich meine, ich habe gehört, wie hoch entwickelt ihr sein sollt und wie freundlich und... okay, schon gut. Ich brauche eure Hilfe. Nur sicher, wo liegt denn das Problem? Meine Freundin, mit der ich diesen Auftrag ausführte, wurde getötet und ich möchte die letzten Momente ihres Lebens zurückgewinnen. Dieser kaputte Pott hat ihr Lebenslog aufgezeichnet. Ob ihr mir das wohl besorgen könnt? Ihr helft, klar. Vielen Dank. Amnesie angenommen. Entschuldigung, ich muss also nur ein paar Bilder extrahieren, richtig? Oh Gott, ey. Ja, wie er abgeht da. Nein! Ich wollte gerade sagen, no risk, no fun, aber... Nee. Okay, wir müssen jetzt anders angehen. Hier direkt ein bisschen Ammo. Ja. Okay, das war jetzt dumm. Zack. Und da ist jetzt noch hinter einer. Dann können wir von hier gut erwischen. Komm, komm, komm. Na bitte. Perfekt! Das hier wieder aus dem Lebenslog extrahiert. Oh, da war irgendwas, so ein Attentator. Das war der letzte Eintrag aus dem Lebenslog. Ich kann mich auch täuschen, aber das sieht so aus, als würden zwei Widerstände gegeneinander kämpfen. Meine Freundin wurde also vom Widerstand getötet. Von einem Mitglied aus den eigenen Reihen. Ruhig, wir sind doch mit der Herstellung ihrer Teile noch gar nicht fertig. Wir können sie nur komplettieren, indem wir in tiefere Ebenen vordringen. Und nein, das reicht. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Diese Person mit der roten Kapuze hat meine Freundin getötet. Und dafür wird sie bezahlen. Moment. Was ist denn? Wo willst du hin? Ich will das Miststück töten, das meine Freundin umgebracht hat. Mach mal halblang, ja? Wir müssen erst noch mehr Daten über die Geschehnisse auswerten. Außerdem ist es gefährlich, nach allem, was wir wissen, die Mörderin, die dich in diesem Augenblick sogar beobachten. Könnte die Mörderin, ups. Na gut, was meint ihr denn, was ich tun soll? Lass mich erst im Widerstandslager ein paar Fragen stellen, bevor du irgendwas unternimmst. Immerhin wird es so viele Personen mit roter Kapuze nicht geben. Irgendwer wird schon etwas wissen. In Ordnung, ich kann es auch noch abwarten. Hey, und danke. Kein Problem. Natürlich kann ich jetzt den nicht rausspringen. Aber machen wir doch mal die Quest, ne? Wir wollen hier einen Mordfall analysieren.
お人よし。美人だからとはいえ、サービスしすぎ。あ、いやいやいや、そんなことないですって。あ、いや、不美人っていうわけじゃなくて、どっちでもいい。Alles klar. Also, jetzt hier ein bisschen um die Amnesie kümmern. Ich wollte gerade so analysen, ne? So ein bisschen Mix aus Deutsch, Englisch und hast du nicht gesehen. そういえば、赤色のフードをつけているって言ってたよな。Nur jemand mit einer roten Kapuze. So schwer kann das gar nicht sein, oder? Nö. Ist das rot? Laber doch noch mehr. So, da kann ich gar nicht lesen, so schnell wie der gerade gelabert hat. Ich habe das nicht mehr selber übersprungen. Da oben. Da oben. Because hast du den Finger oben, wird man nicht loben. Hier, easy. Was für eine hübsche Kapuze, hast du sie selbst gemacht? Was denn diese hier? Nein, ich habe sie von einer Freundin bekommen. Ich trage sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Gefällt sie dir wirklich? Ja, die ist klasse. Ich wünschte, ich hätte selbst so eine. Weißt du zufällig, wo du sie her hast? Nein, tut mir leid. Ich habe sie nicht gefragt. Weißt du, wo deine Freundin jetzt ist? Vielleicht kann ich sie selbst fragen. Mann, diese Kapuze gefällt dir wirklich. Wie ich hörte, war sie zuletzt in der Wüstenstation. Sollte sie nicht schwer zu finden sein. Ich glaube, sie ist die einzige Frau dort. Danke, sehr freundlich von dir. Ich hoffe, du kannst ja auch eine Kapuze besorgen. So, Emotionen sind verboten. Hi. Nein, mein Elch. Elch, San. Wir müssen weiter. Bitte lassen Sie mich aufsteigen. Auf zur Wüste. Ich finde das so cool, ne? Waren die nicht mal Gegner? Ich spawn doch jedes Mal neu, soweit ich weiß. Easy, ey. Jetzt reite mir zur Wüste. Was habt ihr so eine Angst? Ich laufe da ja nur lang. Mit voll Karacho und über Speed. Wir sind weg. Warum? Oh, mein Arm juckt. Auf zur Wüste. So cool mit dem Echo. Ich habe eine Resistenz. Wie bitte, sucht nach einem Widerstand? Ah, ihr meint bestimmt Knallkopf, hm? Knallkopf wird jedes Problem mit Sprengstoff oder anderen Gewaltformen lösen. Ich glaube, sie betreibt gerade geologische Forschung in der Wüste, in der Wüstenhöhle. Schickt die Koordinaten, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr dorthin geht, dann passt auf, dass ihr nicht in einige Explosionen geratet, hört ihr? Moment, Knallkopf? Niemals. Knallkopf macht sowas doch nicht, oder? Knallkopf ist voll die liebe Person. So, sie ist im Untergrund, ja. Da waren wir schon mal drin, aber ich weiß nicht mehr, wie wir reingekommen sind. Weil es ja mehr so versehentlich passiert ist. Oder was hier hinten? Oh ja, da bitte. Und direkt in den Eingang gefunden. $200 erhalten, ja. Die Währung ist einfach, glaube ich, Geld. Einfach aus dem Grund, weil, ne? Warum sollte ich sagen, dass man... so, sie ist irgendwo in den Höhlen und es ruckelt zwischendurch wieder. Easy. Putz, hier.
So, jetzt kommen wir rein nicht durch diese Schlösser durch, weil wir knacken können, ja? Wir können hier easy durchhacken. Sie ist genau hier über uns. Ja, geil. Zack. Hacken abgeschlossen. Oh, sogar eine Waffe ist da. Ein Schwert. Was ist es denn? Grausamer Blutspur. Oh lol, wir haben die zweite grausame Waffe gefunden. Hm, muss ein Großschwert dann sein, oder? Genau. Ein schwarzes Schwert der östlichen Kriegsmönche. Nicht ausrüsten, ich möchte mir ehrlich gesagt ja angucken. Dieses Schwert eines Kriegers ist durch Blut. Ja, okay, gut. Es juckt mich ja weniger. Ich werde die Zeit nie vergessen, als wir uns trafen. Ich wusste, unsere Liebe würde ewig halten. Hm. Konter plus 3, oh. Frage ist, wie kommen wir jetzt zu Knallkopf? Tschüss, ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Wir werden hier hinten einfach mal hoch. Dann werden wir es hoffentlich sehen. Oder wir sehen einfach nichts. So. Wo ist Knallkopf? Ja, irgendwo entweder da oben. Das wäre jetzt ziemlich blöd, denn da müssen wir jetzt Jump and Run machen. Da kann man gar nicht rauf. Ist Knallkopf da irgendwo? Also. Die ist irgendwo da, ja? Auch so da oben wahrscheinlich. Ich würde gerne wissen, ob er das irgendwie anders erreichen kann, das Höhlensystem, weil ich habe jetzt keinen Bock herauszufinden, welche Eingänge das nochmal war. Ich weiß, dass wir da, glaube ich, sogar schon mal waren. Aber, naja, ne, Eingänge finden ist nicht so meine Spezialität, wie man ja schon mal gemerkt hat. Hier sieht es aus, als würde. Ah, lol. Hallo. Stromfeste Salbe. Okay, geht's runter. Hier ist sie. Nein, sie ist hier unten. Geil. Geht's hier lang? Ich glaube nicht, nee, das ist viel zu weit weg. Ich hab nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Entschuldigung, bist du Knallkopf? Wer will das wissen? Nein, wir gehören zu Jora. Wir führen ein paar Felduntersuchungen durch. Ah, schön für euch. Sag mal, hast deine Freundin kürzlich zufällig eine rote Kapuze geschickt? Dieses Rot wäre perfekt für unsere neuen Jora-Farben. Also hofften wir dieses alte Stück Schrott. Ja, habe ich ihr gegeben. Habe ich von Anfang an nicht haben wollen. Also hast du sie ursprünglich von jemand anderem bekommen? Spreche ich so undeutlich? Ja, von jemand anderem. Ich habe das blöde Ding nach der Explosion in der Ruinenstadt gekauft. So eine rothaarige Widerstandsfrau hat mich nahezu genötigt, das Ding zu kaufen. Habe ich nur gemacht, um sie loszuwerden. Naja, und weil sie einer Freundin gut stehen könnte. Aber verratet ihr es nicht, sonst seid ihr tot. Ein rothaariges Widerstandsmitglied, genau wie unsere Auftraggeberin. Welche Auftraggeberin? Was in der Welt geht hier vor? Ach nichts, das ist nur ihr Spitzname, die Auftraggeberin. Das ist sogar noch alberner als Knallkopf. Die Frau war allerdings ganz schön unheimlich, hat mich die ganze Zeit angegrinst, als wäre sie irre gegrinst. Nun gut. Danke für deine Hilfe. Wir machen uns wieder auf den Weg. Ich glaube, unsere Auftraggeberin ist böse. Der
またはその関係者である状態。とにかく話してみよう。 Ja, dann wollen wir mal hier mit ihr reden. Ich glaube, wir töten die am Ende noch. Easy, so muss man sich fortbewegen hier. Sliden. Hua, hu, ha. Elsh. Elsh, son. Please take us with you. Please. Los, auf zum auf zur rothaarigen Widerstandswahl. Los! Oh, Trophäe, ein Tierreiter. Das glaube ich 500 Meter auf dem Tier verreiten. Verreiten. Hm. Der Robo-Deutsche Meister. Jetzt sind die Goldenen doch wieder da. Oder nicht? Ist klar, dann nicht. Nee, dann kann ich auch nichts zu tun haben. Los, reitet schneller. Ich finde aber schon geil, wie schnell man einfach mit dem Vieh ist, ja? Ja, das hätten wir jetzt wahrscheinlich zu 3 Minuten abgerannt oder so. Ups, ich habe mich dabei jetzt gedreht. Und hier, Bots sind immer noch Damage machen. Oh, kann ich mit dem auch die Treppe hoch? Das wäre cool. Haben uns, nee, wir haben uns noch da oben geguckt. Und wie ist es gelaufen? Habt ihr diese moderne Schreckschraube mit der roten Kapuze gefunden? Nicht ganz. Was wir in Erfahrung gemacht haben, ist, dass du die Kapuze an jemand verkauft hast. Offenbar hat ein rothaariges Widerstandsmitglied sie nach der Explosion in den Ruinen verkauft. Das ergibt doch keinen Sinn. Wir glauben so langsam, dass du etwas mit dem Mord zu tun hast. Aber das ist doch unmöglich, ich weiß davon gar nichts. Ich passe jetzt perfekt ins Bild. Hör zu, wenn du... Sieh mal, du hast doch gesagt, dass in diesem Pott noch ein paar Aufzeichnungen übrig sind, richtig? Dann müssen wir sie uns jetzt sofort ansehen. Denk nochmal kurz darüber nach. Ich möchte, dass dir klar ist, worum du da uns da bittest. Du hast vielleicht deine eigene Freundin im Bord. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber es wäre möglich. Ist mir egal, ich muss die Wahrheit wissen, bitte. Na gut, dann mache ich's. Was ist das? Das wird aus dem Lebenslauf extrahiert. Oh, sie war's wirklich. Ich bin ein Typ E, ein Jura-Typ E. Jura? Es ist meine Aufgabe, Deserteure und Verräter zu finden und zu eliminieren. Verkleide mich, damit ich mein Ziel nähern und sie ohne Vorwarnung töten kann. Doch eines Tages hätte ich den Befehl, meine Freundin zu töten. Und das hatte ich auch. Ich hatte einen Befehl, also führte ich hinaus. Das war so hart und schließlich konnte ich mit meiner Tat nicht mehr leben. Und dann hast du deine eigenen Erinnerungen gelöscht? Ja. Aber das war nicht das erste Mal. Ich habe Kameraden getötet, Freunde, Liebhaber, unzählige Male, wieder und immer wieder. Hi. alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Alles ist in Ordnung. Ich bin ein Jura-Typ E für exekutieren. Ich führte Befehle aus. Ich tötete meine Freunde. Und ihr habt ihn aufgeklärt. Den Mord aufgeklärt. Jetzt muss ich euch belohnen. Moment, du bist doch nicht... Soll ich einen Freund von euch töten? Ein Liebhaber? Das ist mein Job. Mein Job. lass uns gehen. Ja, gut. Lass dein Programm halten. Ah, nur 90 Draht. Ich höre Befehl aus, ich hätte meine Freunde. Alles klar. Bisschen grausam. So ein Modell gab es. 2B, hast du das gewusst? Ich wusste nicht, dass es gut ist. Ja. So kann man es nicht wissen.
Eigentlich schon ein bisschen krank, ja. Also so Jura-Typ E, what the fuck. Da unten ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest. Die ist neu, oder? Nee, doch nicht. Nahe im Tor. Pascals Dorf. Oh nö. Ja, doch, diese ganze Rauber-Dojo, da habe ich aber gerade echt keinen Bock drauf. Besonders weil wir noch viel zu underleveled für den Typen sind. Die Musik ist eigentlich aber ziemlich cool, finde ich. Also es ist echt ein kranker Jora-Typ, muss man sagen. Also sowas zu bauen ist allein schon ziemlich krass. Ich finde das persönlich, dass es viel zu weit geht. Ich meine, ein Einheitentyp, der seine eigenen Freunde, Kameraden und sonst was tötet, nur weil sie befohlen wird, weil sie desertieren oder sonst was, oder ihren Auftrag nicht richtig ausführen. Wer weiß. Bisschen hart vor allen Dingen. So. Jetzt ist hier wahrscheinlich wieder der Umzug, oder? Also naja, ich mache den wahrscheinlich mit zur Stufe. Ich weiß nicht mehr, welche Stufe der war. Ich glaube 50 kann ich den machen. Mal gucken, ob der das wieder ist. Yep. Dann gehen wir jetzt zum Turm hin. Ich finde was schon krass mit dem Jora-Typen da. Ups, da bin ich eine Markierung gesetzt, die ich gar nicht haben wollte. Na ja, sind wir schnell weg. So, jetzt. Ich finde so verdammt viele Roboterhunde, muss mal. Egal, wir springen mal. Da sind Flugeinheiten, alles klar. Warum auch nicht? Schon. Die haben wir noch gekillt. Ich konnte nicht wieder aufstehen während des entscheidenden Kampfes. Beten und fortfahren. Du hast für Chill 83 gebetet. Bergen. Ja, damit kann ich leben. Okay, was in der Welt war das? Sie leidet, weil sie den Wert ihrer Existenz nicht finden kann. Wir wissen, warum sie hier ist, warum sie existiert und was ist mit ihr? Warum bin ich hier? Warum? Alarm, das Hacken hat zu einer Anpassung der synaptischen Übertragung geführt. Oh, gut, sorry, ich hab nur... Nächstes Mal sollte ich wohl besser aufpassen. Ja, ihr Easy. Oh, ups, ich wollte den eigentlich gar nicht beschießen. Der Stufe 46, alles klar. Ja, nee, war doch sehr interessant. Was machen wir eigentlich als nächstes? Haben wir jetzt eigentlich dann einen neuen Ort, wo wir hingelaufen können für den Typen? Also da ist noch eine Quest, da ist noch die Quest, jetzt da ist weiter ein Tempostein. Pascals Dorf wäre noch übrig und das war's. Joa, ne? Interessant, interessant. Das heißt also Pascals Dorf, dann Tempostellen lasse ich wieder ausfallen, da unten hin. Joa, ne? Dann auf zum Dorf.
So, das mache ich jetzt auch nochmal schnell, weil es glaube ich eh nur wieder dieses Hacken ist und dann werde ich die Aufnahme auch schon beenden. Ah, das meine ich schnell. Komm, dafür habe ich noch Zeit. Ja, eigentlich schon auch ganz gut versteckt, muss ich sagen. Hier einfach so im Wald und auf einmal ist da so ein Maschinendorf. Wer rechnet damit? Bäume sind ziemlich strange. So teilweise. So, dreimal wetten. Ich sage, der Typ ist eingesperrt. Oh ne, nicht mal. Was? Pascal, du hast eine Aufgabe für mich? Hallo Netz, was hast du auf dem Herzen? Ich möchte dich etwas fragen. Nach Pazifismus. Ja, dann überspringen wir das mal. Boah, aber ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Bin mir da jetzt aber gar nicht mehr sicher. Ich überspringe das jetzt mal wirklich, weil das... Ja, sorry, wenn wir das noch nicht gemacht haben, aber ich bin jetzt schon der Meinung. Die du mal reinfissen kannst, ist uns im Beschäftigung anschließend. Wirklich, wozu? Ich hoffe, dass Erkenntnis aus der alten Welt dazu beitragen können, unser Leben hier im Dorf zu verbessern, welche auch immer. Ich werde natürlich auch gerne mit dir alles teilen, was wir rausfinden. Also möchtest du uns helfen, ihm helfen. Vielen Dank, bitte überbringe mir alle interessanten Informationen, die du finden kannst. Der Typ hat sich nicht eingeladen. Hey, das sieht nach Spaß aus. Was machst du? Der Junge ist echt komisch. Ja, ich habe gefragt, ob er eine Münze mit geringem oder hohem Wert haben möchte. Und er will die wertlosere. Im Ernst? Hey Junge, ich habe eine Münze, die wenig wert ist und eine, die viel wert ist. Welche möchtest du? Die kleine. Bist du dir sicher? Ja, denn die sieht cool aus. Hihihi, vielen Dank. Siehst du, er ist komisch. Ja, was für ein Blechkopf. Ich bin ein Blechkopf. Hihihi, vielen Dank. Der Kleine scheint einen defekten Rechenprozessor zu haben oder ein Kursstück logischer Kraft. Vielleicht sollte ich mal einen Blick darauf werfen. Schau mal, hacken ist jetzt richtig. Oh Gott. Nee. Gott, au, ich kann nicht zielen. Ey, hallo. Ich bin echt zu dumm gerade dafür. Oh, es kommt jetzt nicht gewartet, nächster Versuch. Ich bin echt zu dumm gewesen, das wird nur mal gucken. Natürlich, genau dann macht er das. Nein, ich bin so dumm, ey. Heilen. Das war gerade so Gott sei Dank unnötig. Ey, hier unten ist nicht unberechenbar jetzt, so. Zack. Ist nicht passiert. Nein, hat keiner gesehen. Wie viel Leben habe ich noch? Geht, alles klar. So, warte, der hier unten wird unberechenbar, ja? Ich kann zu da durchschießen, aber ich nicht. Au.
Gut, da war ich jetzt selber schon, aber ich mega. Ey, ich krieg das hin. Ich schaffe ihn noch. Das ist das Letzte, was ich jetzt nochmal los. Zack. Zack. Aber die soll ich auf Distanz machen. Mann. Ja, jetzt eigentlich den, der, obwohl, nee, den hier, weil das schwerer ist. Zack. Perfekt. Und jetzt den da. Zack. Jetzt machen wir den da. Und jetzt machen wir den da hinten, weil der nur schwarz schießt. Nein, nein, als ob. Oh. Hey, komm. So, jetzt hier. Aber hier komplett durchrotzen. Gut, jetzt den da. Jetzt den da. Zack. Jetzt den da. Da bin ich jetzt mega reingeflogen, ne? Yay, wir haben's. Easy. Erster Versuch natürlich. Wenn dein logischer Kreis so fortschrittlich ist, warum verhältst du dich dann so? Nun, ich nehme an, es ist sinnlos, dir etwas vorzumachen. Es ist wirklich einfach, wenn ich vorspiele, kleine Münzen zu bevorzugen, amüsiert das die Leute und sie geben mir mehr, immer mehr davon. Auf diese Weise kann ich mehr verdienen, als mit der Bitte um höhere Beträge. Das ist eine wirkliche Lektion. Je dümmer die Leute dich einschätzen, desto mehr lernst du die wahren, desto mehr lernst du ihren wahren Charakter zu kennen. Ach, aber das bleibt bitte unter uns. Ja, sie sollen weiterhin glauben, dass ich begriffsstutzig bin. Hier ist ein klein bisschen Schweigewelt, damit es leichter fällt. Alles klar. Narrengelehrter. Eigentlich ganz cool. Ist ja auch relativ intelligent, muss man dazu sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es nicht gefallen hat, ist ein Like da und ciao.